Hallo ihr Lieben, es kommt ein Video zum Thema Schilddrüse. Da bleibt mir fast die Stimme weg. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das irgendwie jetzt gerade gezeigt bekommen, dass es gut wäre, ein Video über die Schilddrüse zu machen. Ja, die Schilddrüse war ganz, ganz, ganz lange Zeit mein Thema und sie betrifft viele, viele Frauen, immer mehr, wo die Schilddrüse in einer Dysregulation ist. Man sagt zur Schilddrüse auch Schmetterlingsorgan. Und auch die Schilddrüse, wie ganz, ganz viele Organe in uns, gibt es den linken Schilddrüsenlappen und den rechten Schilddrüsenlappen. Also es gibt ja von fast allen Organen zwei Seiten. Sind wir wieder in der Polarität, dass es meistens eben zwei Seiten des Gleichen gibt, das dann zu einem Ganzen führt. Die Schilddrüse, Die Stimmbänder sind direkt an der Schilddrüse, beziehungsweise die Stimmbänder sind vorne am Schildknorpel festgemacht. Also die Stimmbänder und die Schilddrüse, die kann man eigentlich gar nicht so voneinander trennen. Und ich bereite im Moment ja verschiedene kleine Kurse vor. Und da gibt es beispielsweise auch einen Kurs für das Thema Stimmbänder und die eigene Wahrheit aussprechen, und da kommt auch die Schilddrüse natürlich vor, weil das gehört zusammen. Stimmbänder und Schilddrüse gehört für mich zusammen. Ja, die Schilddrüse ist ein sehr, sehr interessantes Organ oder eine Drüse, weil sie eine Evolutionsdrüse ist. Ohne die Schilddrüse könnten wir hätten sich keine Kiemen bei den Fischen gebildet. Das heißt, unsere Atmung wäre anders. Und durch das Jod vor Tausenden von Jahren, weiß ich gar nicht, wann das war genau, bildeten sich Kiemen. Und die Fische fingen an zu atmen. Und die Schilddrüse braucht ja auch Jod, damit sie richtig arbeiten kann. Also die Schilddrüse ist ein ganz, ganz wichtiges Wachstums- und Evolutions- oder Entwicklungsorgan. Es geht da um spirituelle Reife. Sie ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Und die Schilddrüse, ja, es geht um das Aussprechen der eigenen Wahrheit. Also wenn man in seinem Leben, und da sind ja die Frauen auch gern dabei und betroffen, in seinem Leben viel runtergeschluckt hat, dann kann es sein, dass hier ein Riesenkloß wächst und sich bildet. Oder dass manche das Gefühl haben, hier wird es richtig eng. Und es eine Aufforderung ist, die eigene Wahrheit auszusprechen. Die Schilddrüse reagiert sehr, sehr schnell und sehr stark auf Stimmungen. Also wie eigentlich unsere Stimmbänder auch oder unser Gehkopf. Unsere Stimme spiegelt sofort jegliche Stimmung oder Emotion. Das ist auch in der Schilddrüse so. Ja. Es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ich glaube, die höchste autoimmune Erkrankung sind die Schilddrüsenerkrankungen. Ich glaube, Hashimoto ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, hat die größte Anzahl von autoimmune Erkrankungen. Also das nimmt wahnsinnig zu. Und dann gibt es als Gegenspieler ja noch den Basedow, also diese Überfunktion, und die Hashimoto eher als
Autoimmunerkrankung der Schilddrüse mit einer Unterfunktion. An dieser Stelle will ich sagen, dass das, was ich hier erzähle, keinen Arzt oder keinen Heilpraktiker ersetzt und dass ich dass es keine Behandlungen ersetzt, sondern dass ich hier auch aus meinen Erfahrungen berichte als ehemalige Hashimoto-Patientin. Bei mir, also die Autoimmunerkrankungen, die treten in Schüben auf. Und dass sich das Schilddrüsengewebe dann entzündet. Und das ist bei mir immer dann passiert, wenn ich den Kontakt zu mir komplett verloren hatte. Also auch den Kontakt oder die Zentrierung verlieren, heißt auch die eigene Wahrheit verlieren. Meine Stimme verlieren. Und eigentlich fordert die Schilddrüse auf, immer wieder nach innen zu gehen. Die Schilddrüse liebt das Singen. Wenn wir singen, dann ist es wie wenn das Schilddrüsengewebe von innen massiert wird. So, ich zeige dir jetzt mal ein, zwei Übungen, die du machen kannst. Ich empfehle dir natürlich auch den Kurs zu den Stimmbändern. Aber du könntest jetzt zum Beispiel mal Kontakt mit deiner Schilddrüse aufnehmen und mal einfach in dich hineinspüren. Die Schilddrüse und gucken. Ein paar Töne dazu machen. Wie fühlt die sich denn eigentlich an? Ist die an einer Seite größer als auf der anderen Seite? Und ist das Gewebe unterschiedlich auf beiden Seiten? Manche können sogar, wenn sie da Kontakt aufnehmen, Knoten sehen oder Vernarbungen im Gewebe. Wie nimmst du das Gewebe wahr? Und trau dir das ruhig zu, das kannst du. Es ist ungewohnt, aber es ist möglich. Und du kannst ein paar Töne dazu machen auf U, indem du Kontakt zu deiner Schilddrüse aufnimmst und einfach mal schaust, wie sieht die eigentlich aus und wie geht's der? Ich mach mal zwei Töne vor. Ein paar Töne weitermachen. Meistens reichen zwei Töne nicht aus und nimm einen Ton, der dir angenehm ist. Das kann eine andere Tonhöhe sein, es muss nicht meine sein. Nimm einfach wahr, wie geht es an der Schilddrüse? Gibt es einen Unterschied zwischen links und rechts? Also die meisten Frauen erzählen, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen links und rechts. Dass eine Seite meistens größer ist, viel größer als die andere. Manche sehen auch, wie gesagt, vernarbtes Gewebe. Und dann könntest du nochmal gucken, wie ist das Gewebe auf der linken Seite und wie ist es auf der rechten Seite, gibt es da Unterschiede. Und dann kannst du nochmal mit der Frage tönen. Und auch mal schauen, geht es der linken Seite besser als der rechten oder der rechten als der linken? Und mit all diesen Fragen immer wieder tönen auf U. Und dann kannst du
wenn es eine Seite gibt, die der es gut geht und die ein relativ durchlässiges, dehnbares Gewebe hat, dann kannst du einfach fragen und dazu tönen, kann diese Seite etwas der anderen Seite abgeben von der Durchlässigkeit und von dem dehnbaren Gewebe oder wenn das ein glatteres Gewebe ist, kann das was abgeben? Und ist die Seite, andere Seite, die eher geschrumpft ist oder vielleicht auch ein dickeres Gewebe hat, kann es das annehmen und aufnehmen? Und damit kannst du tönen. Und mal schauen, ob das möglich ist, dass die sich anpassen, angleichen mit dem Gewebe. Und ob die eine Seite, die vielleicht der es besser geht oder die etwas gesünder ist, was abgeben kann an die, die was brauchen könnte. Das ist meistens ein Prozess und das ist es wichtig, immer wieder dabei zu tönen. Und du schaust einfach, du beobachtest einfach, was geschieht. Die kommunizieren miteinander. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie ist denn die Beziehung zwischen diesen beiden Seiten, Schilddrüsenlappen? Und auch mit der Frage kannst du tönen. Können die sich annähern? Sind die sich fremd? Kann die eine was abgeben? Das sind so Dinge. Wichtig ist dabei, immer wieder auf U zu tönen. Und wenn eine Seite der es nicht so gut geht, da könntest du fragen, was braucht die denn? Kannst du etwas für sie tun, damit es ihr besser geht? Und wenn ja, was konkret kannst du tun, damit es ihr besser geht? Und manchmal kommt da sowas wie mehr trinken oder jeden Tag tönen oder mehr Aufmerksamkeit. Schau einfach, was sie sagt. Und es ist so, dass jedes Organ, es gibt eine Intelligenz, die in jedem Organ innewohnt und die die Lösung schon in sich hat. Und der Klang, das Tönen ist nur das Transportmittel, um das quasi oder die Möglichkeit in die richtige Urschwingung wieder zu bringen. Genau. Das ist nochmal eine kleine Übung zur Schilddrüse. Und es ist eine ganz wichtige Drüse. Auch jetzt in dieser Zeit ist sie wahnsinnig wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die im Gleichgewicht ist. In der Balance. Wenn wir in einer Unterfunktion sind oder Schilddrüsenhormone einnehmen müssen, dann ist sie in einer Überforderung. Dann hat die quasi ihre Funktion oder ihre Aufgabe mal schon mal eingestellt, weil sie nicht mehr kann. Und vielleicht ist es so, wenn du mit ihr Kontakt aufnimmst, vielleicht spürst du eine Erschöpfung oder vielleicht sagt sie dir, boah, sowas wie ich kann nicht mehr, ich bin einfach durch. Und dann ist einfach die Frage, wie kann sie regenerieren? Wie kann sie wieder zu Kräften kommen? Und all diese Fragen kannst du immer wieder mit Tönen begleiten. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich wollte. Gib mir Bescheid, wenn du diese Übungen machst, was du erlebt hast, weil das finde ich alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Man kann nämlich mit dieser Art des Tönens, der Stimmarbeit, Organe wieder in ihre ursprüngliche Frequenz oder Schwingung bringen. Insbesondere wenn man sie in Beziehung setzt
ist es wie ein Auspendeln. Es ist dann geschieht, dann gibt es das dazwischen, der Raum, der dazwischen ist, der da tritt die Regulation, die Selbstregulation ein, eine Kraft, die alles in die Regulation bringt. Soweit so gut. Alles Liebe.